Als ich in Asien lebte, sah ich viele Teiche, die mit wunderschönen, blühenden Wasserlilien bedeckt waren. Sie verliehen den ansonsten trüben und leblosen Teichen stille Schönheit und verströmten einen süßen Duft. Die Blätter der Wasserlilien schwammen auf der Oberfläche des Wassers und ein langer, fester Stängel verankerte sie an ihrem Platz im Teich. Das beständige Wachstum des Stängels sichert die Standfestigkeit der Blume, selbst dann, wenn sintflutartige Regenfälle den Wasserstand des Teichs erhöhten. Meine lieben jungen Schwestern, ihr ähnelt dieser wunderschönen Blume sehr. Eure frische Reinheit und Schönheit tragen viel Gutes zu unserem Leben und dem Leben eurer Familien bei. Ihr lebt in einer Welt voller Herausforderungen, die verschmutzt ist von Versuchungen und Prüfungen. Dennoch kann euer Zeugnis von Jesus Christus euer Anker sein. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus stärkt euer Zeugnis und trägt dazu bei, dass es weiter wächst. Dadurch werdet ihr in der Lage sein, euch über die Schlechtigkeit der Welt zu erheben und voller Rechtschaffenheit euren Stand zu halten. Ein Anker wird als etwas, was Stabilität oder Vertrauen in einer sonst unsicheren Situation bietet, definiert. Euer Zeugnis ist euer Anker und gibt euch das Vertrauen, standhaft und unverrückbar im Halten der Gebote des Herrn in einer unsicheren Welt zu stehen. Gegenwärtig wächst euer Zeugnis, wie es auch beim Stängel der Wasserlilie der Fall ist. Durch euren Glauben kann es wachsen und bleibt stark, selbst dann, wenn ihr mit den Herausforderungen und den Versuchungen einer schmutzigen Welt konfrontiert seid. Der Glaube ist eine Gabe Gottes, aber ihr müsst ihn nähren, damit er stark bleibt. Ihr könnt die Gabe des Glaubens nähren, indem ihr im Namen Jesu Christi zum himmlischen Vater betet. Ihr könnt euren Glauben stärken, indem ihr die Gebote haltet. Ihr könnt euren Glauben auch entfalten, indem ihr euch intensiv mit den Heiligen Schriften und den Worten der neuzeitlichen Propheten beschäftigt. Die jungen Damen von heute Abend, die Fragen zum Anstalt stellten, nährten ihren Glauben, indem sie sich genau an dieses Muster hielten. Sie beteten zum himmlischen Vater, sie studierten die heiligen Schriften und die Worte unserer neuzeitlichen Propheten und sie lebten gehorsam nach dem Maßstab für Anstand. Gerade so, wie sie Antworten erhielten, wuchs auch ihr Glaube und ihr Zeugnis wurde gestärkt. Ich fordere euch alle auf, euch an dieses Muster zu halten. Erstens, betet zum himmlischen Vater. Bittet ihn um Hilfe dabei, Antworten auf eure Fragen zu finden. Unser Prophet Thomas S. Monson sagte bei seiner ersten Pressekonferenz, manchmal finden junge Leute die besten Antworten auf die Fragen des Lebens, wenn sie niederknien und den himmlischen Vater um Hilfe beten. Wenn sie nicht vergessen, dass der Herr an sie denkt und ihre Gebete beantwortet, sind sie in der Lage, jede Herausforderung, die ihnen begegnet, zu meistern. Das Gebet stärkt euren Glauben und ist ein Anker für euer Zeugnis. Neben dem Beten müsst ihr auch in den Heiligen Schriften über den Glauben lesen. Alma Kapitel 32, Vers 27 ist sehr gut dafür geeignet, euch zu zeigen, wie ihr euren Glauben mehren könnt. Wenn ihr eure Geisteskraft weckt und aufrüttelt, um mit meinen Worten auch nur einen Versuch zu machen und zu einem kleinen Teil Glauben ausübt, ja, selbst wenn ihr nicht mehr könnt, als dass ihr den Wunsch habt zu glauben, dann lasst diesen Wunsch in euch wirken, ja, bis ihr auf eine Weise glaubt, so dass ihr einem Teil meiner Worte Raum geben könnt. Seid ihr willens, Almas Experiment auszuprobieren, um euren Glauben zu mehren? Könnt ihr wenigstens zu einem kleinen Teil Glauben ausüben? Habt ihr den Wunsch zu glauben? Ich weiß, wenn ihr aus der Schrift lernt, dann wird der Herr euch mit seinem Geist segnen und euer Verständnis wird ebenso erleuchtet wie bei den jungen Damen, die wir heute Abend gehört haben. Die Schriften stärken euren Glauben und tragen dazu bei, euer Zeugnis fest zu verankern. Euer Glauben wird auch gestärkt, wenn ihr euch mit den Worten neuzeitlicher Propheten befasst. Den lebenden Propheten könnt ihr immer vertrauen. Ihre Worte entsprechen dem Willen des Herrn und helfen euch dabei, euer Zeugnis fest zu verankern. Präsident Spencer W. Kimball, einer unserer neuzeitlichen Propheten, gab den Jugendlichen, als er sie belehrte, den Rat, Pflöcke einzuschlagen, die ihnen helfen sollten, standhaft und unverrückbar zu bleiben. Unsere jungen Leute sollen schon früh die Pflöcke einschlagen. Von diesen Pflöcken gibt es zwei Arten. Das will ich tun und
Und das will ich nicht tun. Schon sehr früh soll der junge Mensch nach einem Plan leben. Wenn der Weg auf diese Weise festgelegt ist und man sich das Ziel gesteckt hat, kann man den Versuchungen leichter widerstehen und Nein sagen. Nein zur ersten Zigarette. Nein zum ersten Glas Alkohol. Nein zu den ersten ungehörigen Ernährungsversuchen, die schließlich unmoralisches Verhalten zur Folge hätten. Wir haben ein großartiges Werkzeug, mit dem wir die Pflöcke einschlagen können. Es heißt Für eine starke Jugend. In diesem kleinen Buch findet ihr die Worte der neuzeitlichen Propheten. Die Pflöcke, die Präsident Kimball beschreibt, sind in diesem Buch zu finden. Das, was ich tun will und das, was ich nicht tun will. Es genügt jedoch nicht, die Worte der Propheten nur zu lesen. Ihr müsst auch den letzten Schritt in unserem Muster beherzigen und euch an diese Grundsätze halten und nach den Wahrheiten aus den Heiligen Schriften leben. Das ist die eigentliche Herausforderung. Aber wenn ihr vorausplant, was ihr tun und was ihr nicht tun wollt, und dann nach diesem Plan lebt, könnt ihr es schaffen. Glaube ist ein Grundsatz, der uns zur Tat drängt. Ich möchte euch von einigen jungen Damen erzählen, die die Worte der Propheten in der Broschüre für eine starke Jugend verinnerlicht haben und zur Tat geschritten sind. Sie machten einen Plan und entschieden, was sie tun und was sie nicht tun wollten, und lebten dann nach diesem Plan. Eine der Richtlinien in der Broschüre lautet: Durch eure Kleidung und äußere Erscheinung könnt ihr dem Herrn zeigen, dass ihr wisst, wie wertvoll euer Körper ist. Ihr könnt zeigen, dass ihr Jünger Jesu Christi seid. Eine der jungen Damen aus der Klasse, die wir euch heute Abend gezeigt haben, erkannte, nachdem sie diese Worte gelesen hatte, dass wohl einige ihrer Kleidungsstücke nicht ganz so anständig waren. Gebet und Schriftstudium machten ihr klar, dass sie eine Jüngerin Jesu Christi ist und dass sie als seine Repräsentantin einiges ändern musste. Sie wollte nichts in ihrem Schrank haben, was eine Versuchung darstellte. Deshalb ging sie Schrank und Kommode durch und entledigte sich aller Teile, die nicht anständig waren. Sie sagte: Am klügsten ist es, in den Geschäften nichts auch nur anzuprobieren, von dem ich weiß, dass ich es nicht tragen sollte. Warum sich in Versuchung begeben? Dieser feste Entschluss zeigte dem Herrn, dass sie ihren Körper achtet, und damit schlug sie einen Pflock für den Anstand tief in die Erde. Eine andere junge Dame aus der Klasse erkannte, dass ihre Art, sich zu kleiden, die Kleiderwahl ihrer kleinen Schwester beeinflusste. In der Broschüre Für eine starke Jugend lesen wir: Eure Kleidung und äußere Erscheinung senden anderen eine Botschaft über euch und hat Einfluss darauf, wie ihr und andere handeln. Sie beschloss, sich anders zu kleiden, weil sie sich nun ihrer Verantwortung bewusst war, ihrer Schwester ein gutes Vorbild zu sein. Sie schlug ihrem Pflock noch tiefer ins Erdreich ein und nahm Einfluss darauf, wie ihre Schwester sich kleidete. Der Maßstab für Unterhaltung und Medien besagt: Wählt nur Unterhaltung und Medien aus, die euch erbauen. Gute Unterhaltung hilft euch, gute Gedanken zu haben und richtige Entscheidungen zu treffen. Ich kenne eine junge Dame und ihre Schwester, die beim Hören einer CD bemerkten, dass der Text nicht erbaulich war und ihnen nicht zu guten Gedanken verhalf. Sie schauten einander an und erkannten durch den Geist, dass sie diese Art Musik nicht hören sollten. Die ältere Schwester holte einen Hammer und sie nahmen die CD und schlugen sie in Stücke. Sie hatten zuvor Pflöcke in Bezug auf Musik eingeschlagen. Sie wussten, was sie anhören und was sie nicht anhören wollten, und waren in der Lage, nach ihrem Plan zu leben, weil sie den Eingebungen des Geistes folgten. Diese kleine Maßnahme stärkte sie und gab ihnen das Vertrauen, auch bei größeren Herausforderungen gehorsam zu sein. Eine andere junge Dame beschloss, dass, unabhängig von allen Umständen, einer der Pflöcke in ihrem Leben die Sabbatheiligung sei. Ein Jahr, nachdem sie sich gemeinsam mit ihrer Familie der Kirche angeschlossen hatte, wurde ihre Gemeinde geteilt. Ihre Familie wurde der neu gebildeten Gemeinde zugeteilt, und sie war die einzige junge Dame, die diese Gemeinde besuchen sollte. Ihre Eltern sträubten sich gegen diese Veränderung und gingen nicht mehr zur Kirche, aber sie wollte den Richtlinien folgen, die in der Broschüre Für eine starke Jugend zum Verhalten am Sonntag gegeben werden. Sie beschloss, die Versammlung in der neuen Gemeinde zu besuchen, wann immer sie konnte, auch wenn das bedeutet, dass sie allein zu allen Versammlungen gehen musste. Sonntags las sie in den Heiligen Schriften und arbeitete am Programm Mein Fortschritt. Ihr Entschluss, was die Sabbatheiligung betraf, standhaft und unverrückbar zu sein, motivierte ihre Mutter und ihre jüngere Schwester, wieder zur Kirche zu gehen. Ihre Mutter bestätigte, dass das standhafte Beispiel ihrer Tochter, nach dem Evangelium zu leben, sowie die Rechtschaffenheit des Mädchens ihnen halfen, wieder aktiv zu werden. Ihr bringt euren Glauben durch das, was ihr tut, zum Ausdruck, durch eure Lebensweise. Die Lebensweise dieser jungen Damen drückten ihren Glauben aus. Und beachtet, dass ihr Glaube und ihr vorbildliches Leben gute Werke hervorbrachten. Schwestern waren einander ein Segen, und eine Tochter half ihrer Mutter, wieder in der Kirche aktiv zu werden.
Vielleicht glauben einige von euch, dass ihr euch nicht über den verschmutzten Teich erheben könnt, dass eure Situation zu schwierig ist, eure Prüfungen zu schwer sind, eure Versuchungen zu groß. Aber denkt an die Verheißung Almas. Wer auch immer sein Vertrauen in Gott setzt, der wird in seinen Prüfungen und seinen Mühen und seinen Bedrängnissen gestärkt und wird am letzten Tag emporgehoben werden. Denkt daran, dass der Stängel der Wasserlilie unter Widrigkeiten wächst. Und wie der Stängel die Wasserlilie erhebt, stützt und erhebt euch euer Glaube. Meine lieben jungen Schwestern, euer Zeugnis von Jesus Christus ist euer Anker. Stärkt euren Glauben und haltet euch an dieses Muster, in dem das Beten, das Schriftstudium und das gehorsame Halten der Gebote vorgesehen sind. Schlagt Pflöcke ein, indem ihr beschließt, was ihr tun und was ihr nicht tun wollt, und setzt dann euren Plan in die Tat um. Ich bezeuge, dass der Herr eine jede von euch liebt und euch in eurem Bemühen, standhaft und unverrückbar zu sein, segnet. Das Evangelium Jesu Christi ist wahr, und eure Erkenntnis und euer Zeugnis von Jesus Christus sind ein starker Anker und versetzen euch in die Lage, euren Stand zu halten, während ihr für Wahrheit und Rechtschaffenheit eintretet. Das bezeuge ich demütig im Namen Jesu Christi. Amen.